großen geistlichen Sinfonie, einer Sinfonia Sacrale. Ja, für die Weihnachtszeit, für die Sonntage im Advent und vielleicht sogar darüber hinaus. Bis Heilige Drei Könige in einer ganz ungewöhnlichen Besetzung. Für tiefe Instrumente, das hat es glaube ich noch nie gegeben. Fagott, zwei Celli und das Cembalo und den dicken Bass. Kontrabass oder auch Violone. So, ja, kommen auch viele geistliche Lieder vor. Kunstvoll eingearbeitet. Dazu später. Ja, braucht man natürlich einige Musiker. Ich glaube, der von Heißen, der ist schon im Nachbarzimmer beschäftigt. Jetzt ruhig mal reinkommen. Ja, aufs Stichwort hier. Hallo, Herr Wagemuth. Ja, Freund von Heißen. Wie sehen Sie denn aus heute? Ich aussehe? Ja, wo ist denn das schöne Gewand? Ja, fürchterlich sehe ich aus. Sieht aus wie mein eigener Großvater. Das hat man davon, wenn man das schöne Gewand ab und zu mal in die Reinigung geben muss. Und wenn die Reinigung dann nicht arbeitet, ja, dann hat man nichts anzuziehen. Aber Sie glauben doch wohl nicht, dass ich hier also diese komischen Gewänder von Meister Erik tragen würde. Mit Lederjacke und ich weiß gar nicht, wie er das nennt, blaue Jeans und so weiter. Nein, 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 das kommt natürlich gar nicht in Frage. Naja, der hat da so ein Kostümfundus. Ja, und da war er nicht mehr zu haben. Hier, Reitstiefel, Pluderhosen, alles in schwarz, so eine Kappe. Ach du liebe Zeit, so sah mein Vater aus oder mein Großvater. So hat man sich um 1650 gewandelt. Aber wissen Sie, das ist ja gar nicht so schlimm. Denn wenn jetzt geistliche Werke aufgeführt werden, dann muss ich ja nicht prunken und protzen mit der Perücke und so weiter. Nein, 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 nein. Wir gehen es jetzt mal ganz schlicht und ganz ernst an. Dann begrüße ich Johannes Kaspar am Cello, Elise Schindler am Cello, Klaus Kamp am Fagott, Alexander von Heißen am Cembalo und Christine Vogel am Kontrabass. In der Schrift heißt es, es ging ein Gebot aus von dem Kaiser Augusto, dass alle Welt geschätzt würde. Ein jeglicher in seiner Stadt. Da stelle man sich vor, welch ein großes Getümmel der bösen Welt. Ja, das wird musikalisch durch fast unspielbare Triolenketten abgebildet, in den beiden Celli. Und dann erhebt der Kaiser Augustus seine erhabene Stimme im Fagott, als wenn er durch die aufgebrachte Menge schreiten würde. Und dann, im Laufe des Satzes, ertönt mitten in das aufgewühlte Chaos das altehrwürdige Lied »O Heiland, reiß die Himmel auf« als ein Hilfeschrei der verzagten Menschheit. Und dann tritt das Lied in einen Dialog mit dem Kaiser, mit Augustus, der schließlich im Angesicht der höheren göttlichen Macht zu Boden geht, in die Knie geht. Ja, und dann ebbt es ab, dass turbulente Durcheinander der bösen Welt.
Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, darum, dass er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Und nun fällt der Blick in die Werkstatt des braven Zimmermannes Josef. Ha, da wird eifrig gesägt und gehämmert. Josef machte sich auf mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und da sitzt sie nun, Maria, in der folgenden Szene an einem Spinnrad, vertieft in artige Arbeit und auch voller Sorge. Doch dann tritt er zu ihr, der Engel des Herrn, und verkündet ihr die Geburt des Gottessohnes. Und sie ist voll Zweifel und fragt den Engel, wie dieses sein kann, da sie doch keinen Mann erkannt hatte. Und dann sinniert Maria und bewegt all diese Worte in ihrem Herzen und bleibt alleine zurück an ihrem Spinnrad. Thank you.
Josef liegt in schwerem Traum, voller Zweifel, was es mit der Schwangerschaft Mariens wohl auf sich haben könnte. Und da erscheint auch ihm der Engel des Herrn. Und Josef vernimmt seine Kunde und tritt in ein kleines Gespräch mit dem Engel. Und dann rauscht der Engel davon. Sie sich auf zur großen Volkszählung. Josef und Maria, sie stürzen sich in das Getümmel der bösen Welt. Aber Gott lässt sie nicht allein. Getragen werden sie von einer weiteren Strophe des Liedes O Heiland, reiß die Himmel auf und von dem schönen Lied Jesu, meine Freude. Beide Lieder treten nebeneinander auf und auch die Melodie des Engels gesellt sich zu beiden. Derweil ebbt das chaotische Gewühle der Welt nach und nach ab, um endlich zu verstummen. Musik.